Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Kebab-Simulator. Wie ihr seht, habe ich schon eingekauft. Ja, es wird wieder eine Menge gebacken und hier drüben ist auch schon eine Menge Fleisch. Der letzte Spielstand, den ich hatte mit der Götterspeise und so weiter, der hat es leider nicht geschafft. Der ist abgestürzt und dann wurde nichts gespeichert. Das mache ich jetzt aber nicht alles gleich nochmal, sondern wir machen jetzt andere Sachen. Also ich habe mir überlegt, heute gibt es Hamburger und Hotdog größtenteils. Aber wir machen auch den neuen Eierburger. Ja, der ist ganz neu rausgekommen. Es gab ein neues Update, da kann man jetzt Eier braten und deswegen ist er mit dabei. Deswegen nehmen wir den mit rein. Ich pinne mir aber jetzt erstmal die normalen Burger an, weil wir sowieso mit dem Burgerteig anfangen, mit dem Burgerbrötchenteig anfangen müssen. So rum. Komm her. Mehl, Hefe, drei Eier. Tue ich mal hier hin, da komme ich da leichter ran. Eins, zwei, drei. Einmal Butter und kneten. Und jetzt können wir schon unsere Hamburgerbrötchen rausmachen. Heute mache ich wieder mal ein bisschen mehr. Einfach, dass ich wieder ein bisschen was auf Lager habe. Deswegen habe ich hier auch eine Menge an Zutaten. So, Hefe noch rein, da. Genau. Hefe noch rein. Hamburger Brötchen. Zack. Weil wir machen einmal den normalen Burger, einmal den neuen Eierburger und stellen die so nebeneinander. Und dann gucke ich mal, wie das Ganze so ankommt bei den Leuten. Aber ich glaube, das kommt gut an. Da kann man nichts falsch machen. Noch ein geiles Ei oben drauf. Schmeckt immer gut. Klar, wenn es jetzt ein Cheeseburger wäre, vielleicht, wenn man Käse oben drauf packen könnte, wäre das auch nicht schlecht. Aber Käse gibt es hier nicht. Also gibt es hier auch keine Cheeseburger. Aber vielleicht kommt das ja noch. Die haben jetzt auch ein neues Update rausgebracht mit Pizza. Soweit bin ich aber leider noch nicht, weil da brauche ich ganz, ganz viele Döner-Level. Und das dauert. So, jetzt haben wir acht normale Brötchen. Acht für den Eierburger. Zack. Jetzt mache ich auf jeden Fall erstmal die Hotdog-Brötchen. Also da war, glaube ich, auch genau das gleiche, ne? Die waren nicht groß anders. Mehl, Hefe, Eier, jawohl. Mehl rein. Hefe, Butter, drei Eier. Zack. Hotdog-Brötchen raus. Zwei, drei. Vier. Jetzt habe ich ein bisschen mehr eingekauft. Das heißt, entweder mache ich noch ein paar Burger mit rein. Das geht. Dass ich noch mehr Burger draus mache. Oder mehr Hotdogs, aber weiß ich nicht. Hotdogs sind irgendwie nicht so toll. Oder ich spare es halt erstmal. Ich mache noch einmal. Wir machen so, wir machen einmal Hotdog-Brötchen und einmal normale. Das klingt gut. Da habe ich dann alles aufgebraucht und hier steht nicht so viel rum. Wenn ich es denn mit den Burgerbrötchen überhaupt hinkriege, die da ordentlich zu verteilen. Ah, hier habe ich noch ein Backblech, sehr gut. Zack. Der Ofen gut gefüllt. Okay, das sollte eigentlich nicht passieren. Rein damit.
Und an. Jetzt warten wir. So, sieht doch gut aus. Außer die da. Die hat es irgendwie gar nicht gebacken. Die muss ich noch mal reinpacken. Leg dich ordentlich hin. So. So, währenddessen können wir ja schon mal die Hotdogs würzen. Chili-Pfeffer und schwarzer Pfeffer. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und so geht das weiter. Und dann habe ich hier die Hotdogs schon mal vorbereitet. Die muss ich ja nur noch auf den Grill schmeißen. Jetzt seid ihr fertig. Deswegen stellen wir die einfach hier mal drauf. So, dann muss ich zuerst mal meine ganzen. Ja, okay, dann kümmere ich mich zuerst um die Kartoffeln. Weil ich habe hier natürlich einige am Start. Die muss ich alle schälen, ne? Das sind meine Zwiebeln. Ja, das mit dem Box zumachen funktioniert doch nicht so gut. Okay, wir machen Pommes. Das wird eine Weile dauern. Aber die werde ich schon alle gleichzeitig, also nicht gleichzeitig alle, aber alle hintereinander weg auf die Fritteuse schmeißen. Da habe ich die dann alle da. Muss ich nicht großartig. Hey, gib das Messer her. Muss ich mich nicht großartig um noch mehr kümmern. Deswegen machen wir hier diese. Ja, Aushilfsarbeit und schneiden die ganzen Kartoffeln klein. Es dauert nicht mehr lange. Die sind gleich fertig. Zumindest die erste Ladung. Und dann kann ich ja die Fritteuse schon mal anschmeißen. Brauchen ewig, bis sie dann fertig sind. Und so langsam geht mir hier der Platz aus. Dann hole ich mir mal einen Teller. Zack. Das rein. Dann hole ich mir mal noch einen Teller. Weil die fertigen müssen ja auch natürlich irgendwo drauf. Dass wir hier erstmal so ein bisschen stapeln. Und dann durch die Fritteuse alles. Ja, ich glaube, ich krieg vier in eine Packung, also in einen Durchgang. Deswegen wird das ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und so steigt sich dieses Döner-Level natürlich auch weiter nach oben, wenn die Leute mehr kaufen. Als wenn ich jetzt nur einen Tag das anbiete und dann das nächste mache. Und so habe ich dann mehrere Tage auch Sachen, die ich anbieten kann. Und verdient damit erstens Kohle und zweitens geht das Level hoch, dass ich dann die neuen Sachen machen kann. Weil zum Beispiel die Pizza, da brauche ich über 200 Punkte. Die habe ich noch lange nicht. Ich habe 94. Aber vielleicht kann ich die komplett so stapeln und alle mit einmal machen. Oder zumindest in zwei Durchläufen. Probieren wir es einfach mal aus. Stopf jetzt hier diesen ganzen Korb voll. Da war noch ein Platz. Da ist noch Platz. Zack. Ja, also ich glaube, das sollte passen. Ach du Scheiße, war das laut. Das sind gerade alle Pommes mit einmal frittiert. Ich schneide das raus, dass wenn ihr das nicht hören müsst. Das war übelst laut. Die scheinen aber alle fertig zu sein. Mach mal wieder aus. Muss nebenbei noch mal ein bisschen kontrollieren, ob die tatsächlich fertig sind. Ah, das drehen wir einfach hier so ein bisschen so. Sieht doch gut aus. Das heißt, ich mache hier die Zwiebel klein. Hau die hier rein. Dann machen wir eine Ribeye-Scheibe klein. Hauen die da rein. 1, 2, 3 Salz.
Eins, zwei, drei schwarzer Pfeffer. Köfte, Hamburger. So. Eins, zwei, drei, vier. Rein damit. Rein damit. Eins, zwei, drei. Kein Kreuzkümmel. Eins, zwei, drei. So, jetzt machen wir 8. Acht Stück. So, damit habe ich dann 16. So, ich habe das hier mal ein bisschen besser verteilt. Wir machen Salz und Chili-Pfeffer drauf. Salz ist bald alle. 1, 2, 3. Da muss ich bald neues Salz kaufen. Beim nächsten Mal. Das sollte heute noch reichen. 4 Gramm noch. Alles fertig. Wir können an den Grill. Pommes sind da, Brötchen und so weiter. Alles dabei. Also ich hau hier alles rein. Ich hole mir mal noch einen Extra-Teller für die gebratenen Sachen, dass ich die dann besser auf den Teller legen kann. So, ich würde jetzt nicht noch die Burgerteile drauf machen, weil ich brauche eine gewisse Zeit, um das runterzunehmen. Wenn das alles gleichzeitig fertig wird, schaffe ich das nicht. Dann brennt das an. Jawohl, da braten sie. Du nicht. Dann leg ich nochmal hin. Der wollte nicht. Ja, dann machen wir noch die Burger Patties, Hähnchenbrust, die Chilis und dann geht's ans Anrichten. Dann muss ich nur noch alles auf den Teller bringen. Ach, das Ei muss ich noch machen für den Eierburger. Vollkommen klar. Das darf man nicht vergessen. Ja, das meine ich. Ich schaff das gar nicht. Komm her. Ja, ein bisschen. Nicht so wild. Ich lege erstmal hier hin. Zack. Dann machen wir jetzt die Burger Patties drauf. Hähnchen zum Schluss. Jetzt zu, ja, sehr gut. Den Grill hatte ich aber wirklich lange nicht mehr an. Gerade weil ich so viel gebacken habe und meistens so viel auf Lager hatte oder Suppen gemacht habe oder so. Schön, wenn er mal wieder an ist, oder? Es geht auch nichts über gutes Fleisch. Ich meine, ich muss es gleich noch anrichten, so, aber sieht doch sonst gut aus. Sieht gut in der Zeit. Dann mache ich auch einfach die 4 Stück drauf, die ich hier auf den einzelnen Teller habe. Muss ich mich also dann nur noch um die Chilis kümmern und danach das Ei noch braten und dann alles auf 1000 Teller verteilen. Und das wird passieren mit den 1000 Tellern. Das ist immer so. So, erstmal die grünen, dann die roten und dann ist der Grill auch fertig für heute. Ich hoffe, der hält so lange. Aber müsste eigentlich. Ich habe bei vielen Sachen auch schon Pause zwischendurch gemacht, wo ich dann nochmal einkaufen bin oder neue Sachen geholt habe oder so. Und da hat er auch gehalten. Und jetzt mache ich ja an sich alles hintereinander. Sollte also kein Problem sein. So, zack. Die roten. Ja, aber ärgerlich, wenn es in der letzten Sekunde noch ausgeht und die Sachen nicht fertig sind und ich dann extra nochmal anmachen muss. Aber das wird schon. Aber diese Hähnchenbrust habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Das war eins der Anfangsgerichte. So. Wir haben die Chilis. Wir haben die Hähnchenbrust. Die Pommes haben wir.
Wir müssen jetzt noch das Ei machen. Wir haben noch einen Teller. Wer weiß, wie das funktioniert. Rezept. Eierburger. So, wir nehmen Ei. Ei in Bratpfanne. 20 Sekunden backen. Auf Teleübertrag. Ende. Ja, okay. Klassisch also. Das bedeutet, also die Zwiebeln kann ich erstmal in den Kühlschrank packen. Die werden wir jetzt erstmal nicht brauchen. Das sind meine Eier, okay. Also ich nehme erstmal ein Brötchen. Schneide das auf. Zack. Einmal Fleisch drauf. So schön gerade wie möglich. Jetzt nehme ich mir ein Ei, hau das hier rein, aha. Und dann braten wir das. Hauen das oben drauf und das war's. Okay, ich könnte auch mehrere mit einmal machen. Ich weiß erstmal das eine zum Ausprobieren. Fertig. Ei drauf. Deckel drauf. Sieht man da, dass da ein Ei drauf ist? Spärlich. So, dann wird es Zeit, hier alles auf Teller zu packen. Am besten Fall fange ich mit den Hotdogs an. Weil die leicht zu verteilen sind, damit ich, weil ich die Brötchen dann nicht klein schneiden muss. So. Dann haben wir hier die Pommes mit drauf. Ich brauche noch mehr Teller. Ich brauche immer noch mehr Teller. Mit den Tellern hört es auch nie auf. Genau, jetzt da noch Ketchup und Mayo drauf. Und dann ist das hier schon mal fertig. Dann habe ich Nummer 1 die Hot Dogs hier schon mal servierbereit gemacht. Die kann ich jetzt hier schön in den Kühlschrank wieder packen. Dass ich dann wieder einen Haufen habe, was ich anbieten kann. Und Hotdog. Oh, 4,7. Das ist das Maximum, was ging. Schön das Chicken verteilen. Und natürlich die Chilis. Überall rote und grüne drauf. Damit sich hier auch keiner beschwert. Überall schön die Pommes verteilen. Zum Glück habe ich ja so viele gleichzeitig gemacht. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Hähnchenbrust fertig. Da. 4 Punkte und mehr ging auch nicht. Alle Burger vollkommen gleich. Nur der eine Unterschied ist halt, dass da bei dem einen noch ein Ei drauf ist und bei dem anderen nicht. Kommen wir da also zur nervigen Aufgabe, das Brötchen schneiden. Das ist mega nervig. Ja, ich kann die Pommes ja schon mal verteilen, so wie ich sie habe. So, wir machen schon mal Ketchup drauf. Ketchup und Mayo. Dann schneide ich die Brötchen. Und dann habe ich die normalen Burger schon mal fertig. Das heißt, wir müssen das so machen. Es ist etwas nervig mit den Decken die ganze Zeit. Aber es geht schon. So, normale Hamburger zweimal. Da müssen wir schon mal ordentlich drauflegen. So, 8 Stück und jetzt müsste ich noch 8 mal Fleisch haben. 2, 4, 6, 7. Hier ist der eine, genau. Das heißt, hier können wir schon mal das Ganze ebenfalls in den Kühlschrank stellen. Dann fehlt nur noch das Eierbraten. Und da kann ich mehrere mit einmal machen, das habe ich ja gesehen. Da ist auch der Hamburger. Fast alles 100%, so soll es sein. Brötchen aufschneiden. So, haben wir schon mal Fleisch drauf.
dass wir dann nur noch das Ei drauf packen müssen. Deckel drauf und gut. Das sind die Eier. Dann können wir die relativ gut hier verteilen. Dann machen wir 4. Das passt ganz gut. Das hintere Ei macht gar nichts. Okay. Ist aber nicht so schlimm. Dich nehmen wir raus, dich nehmen wir raus und dich. Dann werde ich das Ganze noch mal ein bisschen besser positionieren. So. Diesmal alle. Sehr gut. Jetzt schneide ich noch meine 2 Brötchen hier auf. So, 1, 2, 3 und die 4. Machen wir schön die Deckel drauf. Damit das Ganze auch komplett ist. Es fehlt nur noch 1. Ketchup und Mayo. Wie gesagt, ich habe extra vorgesorgt. Und dann bin ich fertig. Dann nehme ich den. Hau den in die Mikrowelle. Dann hau ich die anderen weg. Machen wir mal hier oben rein. Zack. Ist alles wieder schön warm. Deswegen sollte das kein Problem sein. Eierburger. Perfekt. Dann räume ich die Sachen nur noch weg. So Leute, das soll es für heute gewesen sein. Vor mir der prächtige Eierburger, das neueste Produkt des Kebab-Simulators. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin wünsche ich euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.